maximalen 12 Runden an 3 Minuten geht es um den Titel der European Wrestling Promotion Intercontinental Championship. Aus Erfurt in Deutschland, Mr. No Bullshit, Marius Al-Ani. Ein Titelkampf bei den Friday Night Highlight Fights und es geht um den European Wrestling Promotion Intercontinental Championship. Der Herausforderer ist einer der beliebtesten Superstars und sogar trainiert in der European Wrestling School, Marius Al-Ani. Mr. No Bullshit trifft auf den Son of Havoc, auf den Titelträger, auf Matt Cross aus den USA. Ein spektakulärer Rundenkampf, natürlich ganz klassisch. Good old quality catch. Marius Al-Ani seht ihr übrigens beim Summer of Wrestling 4, beim großen Sommerabschluss. Und das Match wird euch präsentiert von meiner Wenigkeit. Viel Spaß damit. Aus Cleveland, Ohio, USA, der European Wrestling Promotion Intercontinental Champion, the Son of Havoc, Matt Cross. Wrestling 2, X-Fights Hannover. Und das ist die große Chance für Marius Al-Ani. Er ist ehemaliger Juniorenmeister, ehemaliger Tag-Team-Weltmeister, aber er war noch nie Intercontinental Champion. Sein Gegner ist der Son of Havoc, Matt fucking Cross. Und das ist ein absolutes Traumduell. Ein klassischer Rundenkampf. Matt Cross hat damit seine Erfahrung gemacht, als er Leon van Gasterin um den Titel besiegt hat. Und auch Matt Cross ist ehemaliger Tag Team Champion hier bei der European Wrestling Promotion. Und beide natürlich am Anfang tasten sich ab, während die Sekundanten Tony Harting auf der Seite von Marius Al-Ani und Tiny Tim Stübing auf der Seite von Matt Cross das Ganze ein bisschen beobachten. Vielleicht werden eines Tages die beiden selbst in so einem Kampf stehen. Aber heute geht es hier um Matt Cross und Marius Al-Ani und es geht los mit klassischem Catch, den die Fans rhythmisch befeuern, aber gleichzeitig auch spannend zugucken. Und Marius Al-Ani hat sich diese Chance verdient, als er Ikarus bei der letzten Show beim Summer of Wrestling besiegt hat. Und Matt Cross hat seinen Titel zuletzt verteidigt gegen Tucker. Und Tucker hat Matt Cross alles abverlangt, aber hat ihn nicht besiegen können. Kann Marius Al-Ani das heute tun? Kann er heute den Intercontinental Title der European Wrestling Promotion gewinnen? Wer schon in der ersten Runde nehme? Ja, Matt Cross schultert, aber der befreit sich. Noch. Marius Al-Ani natürlich hier groß geworden in Hannover beim Wrestling. Lockup. Waistlock, aber Marius befreit sich. Ja, und jetzt geht es einfach um das. Also, ich meine, wer gewinnt nicht in der ersten Runde, aber wer gewinnt die erste Runde? Das ist auch die große Frage. Ende der ersten Runde. End of Round 1, 60 Sekunden Pause. Und gerade als Matt Cross hier den kleinen Vorteil hatte, ist es die Ringglocke, die die erste Runde beendet. Und am Ende ist es Matt Cross, der mehr gestanden hat. Und der Round 2. Die zweite Runde beginnt und Marius Al-Ani kommt ein bisschen explosiver aus seiner eigenen Ecke. Aber findet sich in der Ringecke wieder. Aber ganz fair löst Matt Cross
den Griff. Wieder das langsame Herantasten. Und jetzt muss Matt Cross in die Ringecke. Hannover ist zweigeteilt. Nicht so radikal wie einst die Hauptstadt, aber was die Stimmung für die beiden Kontrahenten angeht. Ein Teil bejubelt und feiert Matt Cross, der andere Teil wünscht Mario Salani hier diesen Erfolg. Mario Salani im Vorteil, aber Matt Cross wird angefeuert und der Überwurf. Jetzt aber der Armjack von Salani, aber wieder behält Matt Cross die Kontrolle. Ansatz hier zum Haltegriff an den Bein, versucht die Schienbeine zu überkreuzen, um den Druck zu erhöhen. Aber Matt Cross, der Champion, kommt in die Seile. Lass dich abdecken! Und die Runde endet mit einem verbissenen Lockup. End of round two. Round number three. Und beginnen wir gleich wieder mit einem Lockup, genauso wie die Runde aufgehört hat. Ah, das ist dann doch schon ein bisschen intensiver hier. Crucifix on Matt Cross und er zwingt Alani auf die Schultern. Do you submit? Gibt Matt Cross hier im Headlock auf? Natürlich nicht, aber fast hätte er Alani sogar geschultert. Jetzt kommt er langsam wieder hoch. Abgefangen, schickt Marius in die Seile, fängt ihn aber auf hier, Marius Alani. Und das Match nimmt in der dritten Runde deutlich an Fahrt auf. Referee zählt an. 1, 2, Cross back to the middle. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Ich meine, Champions Advantage. Natürlich könnte Matt Cross so den Titel verteidigen, aber wir reden immer noch vom Son of Avon. Von Matt Cross. Und ein Matt Cross verteidigt so gar nichts. Kein Titel, auch nicht den Intercontinental Title der European Wrestling Promotion. Cross. Matt Cross. Wieder der Versuch der Aufgabe. Fuck you,
Wieder tasten sich die Beine an. Ende der dritten Runde. Die Runde endet mit Mario Salani, mit dem Herausforderer mit der Oberhand. Round number 4. Und so langsam wird das hier richtig verbissen. Let's go, Mercos, let's go! 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 Schöne Aktion von Mercos und er setzt nach Bicycle Kick. Und damit kann man ein Match auch beenden. Schafft er das hier? Mario Salani muss sich jetzt erstmal wieder ein bisschen sammeln. Aber Matt Cross setzt nach. Lässt dem Herausforderer überhaupt gar keine Verschnaufpause. Chop in der Ringecke auf die blanke Brust. Aber Salani kommt zurück mit einem Tritt und mit einem Schlag. Und er will diesen Titel natürlich nicht so schnell aufgeben. Besonders nicht in der vierten Runde. Aber Matt Cross fängt ab, will sich nicht in die Ringecke hämmern lassen. Stattdessen muss Alani in das Polster. Senten von Matt Cross und wieder der Ansatz im Cover. 1, 2. Aber Mario Salani befreit sich, während Tony Harting seinen Sekundant ihm beklatscht. Die Fans duellieren sich genauso wie die beiden Wrestler hier im Ring. Cross schickt Alani in die Seile. Ellbogen. Schüttet Alani ordentlich durch. Und Matt setzt sofort nach. Und als Intercontinental Champion in der European Wrestling Promotion duelliert man sich nicht nur mit den besten Wrestlern, die es überhaupt gibt, sondern tritt auch in unfassbare Fußstapfen. Und damit Ende der vierten Runde. End of round number 4. Round number 5. Wie gesagt, man tritt in unfassbare Fußstapfen. Und genau die will Mario Salani auch treten. In die Fußstapfen von natürlich von Eki Eckstein, aber auch von Robbie Brookside, Kendo Kashin, Doug Williams, Dan Collins, Tajiri, Minoru Tanaka, Robbie Dynamite. Einroller von Mario Salani, aber Matt Cross befreit sich. Whippen in die gegenüberliegende Ringecke mit so einer Wucht, dass Matt Cross durch den Aufprall auf die Matte geschleudert wird. Und Mario Salani lässt seinen Gegner gar nicht aufstehen, sondern greift sich ihm wie ein Tier die Beute, weil er ihn zu Boden ringen will, weil er ihn zermürben will, weil er ihn fertig machen will und weil er ihn am Ende seinen Titel entreißen will. Wieder der Irish Whip. Hey. Yes!
Ansatz hier zum Single Leg Boston Crab und er versucht, Matt Cross umzudrehen und es gelingt ihm auch. Und damit überdehnt er nicht nur das Bein, er greift sich auch das Bein, das zweite Bein. Aber noch bevor Mario Salani den Elevated Boston Crab richtig durchbringen kann, rettet sich Matt Cross in die Seile. Aber jetzt macht Mario Salani in meinen Augen ein bisschen Fehler, aber er könnte doch direkt nachsetzen. Ansonsten gibt es gleich wieder die Verschnaufpause. Und jetzt macht er es mit den Ellbogenstößen auf den Hinterkopf. Schnappt sich Matt Cross, schickt ihn wieder in die Ringecke. Nimmt Anlauf und die Clothesline hinterher. Noch ein Urteil. Clothesline-Ansatz, aber Matt Cross mit dem hohen Bein direkt ans Kinn. Aber der Feger, der Beinfeger von Mario Salani und damit schickt er Matt Cross unsanft auf den Ringpfosten. Drei. Eins, zwei. Ende der fünften Runde. End of round five. Round number six. Sechste Runde beginnt sofort mit dem Shoulderblock in die Ringecke und harten Schlägen von Mario Salani. Mr. No Bullshit will diesen Titel und attackiert den Champion sofort. Ansatz zum Armbar. Und das könnte doch den Titel bringen, oder? Gib Matt Cross hier auf. Cross, ist das die Aufgabe, Matt Cross? Aber Marius hat den Griff nicht mal richtig und wieder ist Matt Cross in den Seilen. Alani setzt nach. Wieder die Shoulder Tackles. Schnappt sich jetzt Matt Cross und der Backbreaker. Eins, zwei. Nur bis zwei. Matt Cross befreit sich. Wir sind in der sechsten Runde. Wir nähern uns einer Nettokampfzeit von 18 Minuten. Vier. Fünf. Und Mario Salani ein bisschen jünger als Matt Cross, springt aber ins Leere. Ein zweites Mal auch, diesmal mit den Knien. Und jetzt ist das die Chance, doch für Matt Cross wieder zurückzukommen. Aber Mario Salani schon wieder da, greift sich den Son of Heaven. Setzt zum Suplex an, aber Matt Cross blockt den. Und schleudert Mario Salani mit dem Gesicht voraus auf die Matte. Das kam hinterher. Nur bis zwei. Matt Cross weiß natürlich auch um das Prestige von diesem Titel. Vom Intercontinental Title. In dieser traditionsreichen Liga, in der European Wrestling Promotion. Und er will seine zahlreichen Fans in Deutschland nicht enttäuschen, sondern will weiterhin Champion bleiben. Sie vertreten in seiner zweiten Wahlheimat. Schlagabtausch der Ellbogen auf den Hinterkopf. Gott, ist der Typ scheiße. Und Alani lässt sich von den Fans ablenken. Und das gibt Matt Cross natürlich die Gelegenheit, wieder zurückzukommen. Abgefangene Einroller. Damit futzt er aber ins Leere. Schoolboy. Auch ins Leere. Jetzt der Double Futsam. Jetzt nimmt er schön hin und her geht das. Und das Cover. Nein, Mario Salani befreit sich genau, als die sechste Runde endet. Round 7. Die siebte Runde beginnt hier. Beim Summer of Wrestling im X-Fights in Hannover. Und Alani ist der erste Mann in der Ringmitte, während Matt Cross immer noch durchschnauft. Alani, fuck you! Alani, fuck you!
sofort wie eine Hyäne greift Mario Salani seinen Gegner. Treibt ihn durch den Ring. Whip it. Clothesline. Und der Einroller eingesprungen und der schöne Kick hinterher. Eins, zwei. Die Lichter sind aber noch nicht aus bei Matt Cross. Die Ringübersicht von Mario Salani. Er greift die Hand von Matt Cross am Seil, zieht ihn davon weg und überdehnt seinen ganzen Körper. Und wieder ist Matt Cross in den Seilen. Wieder muss Mario Salani den Griff lösen. Und so langsam scheint Mr. No Bullshit ja ganz andere Tricks auspacken zu müssen. Für ihn natürlich ein Rundenkampf auch nicht gewöhnlich. Und das ist immer eine ganz neue Situation, weil du hast nach 3 Minuten immer Zeit, dir einen neuen Plan zu überlegen, eine neue Taktik anzugehen. Aber genau das macht dein Gegner halt auch. Jetzt der Schlagabtausch in der Mitte des Square Circles. Bisschen mehr Kraft bei Alani, aber Matt Cross blockt ihn ab. Takedown. Step up, Elbow Drop. Hinterher. Und jetzt muss man Alani gucken, wo ist der Gegner? Jetzt pinnt ihn. Das kann ihn Sekunden gekostet haben. Und genau diese Sekunden entscheiden darüber, ob Matt Cross seine Schulter noch hochkriegt oder nicht. Und genau das ist dem Son of Havoc gelungen. Zwei, drei, vier, fünf. Ansatz zum Ankle Lock von Mario Salani. Und Ende der 7. Runde. Und Stop bevor Alani Matt Cross aufgeben kann, wird Matt Cross von der Glocke gerettet. Round number 8. Halbzeit schon lange vorbei. Bicycle Kick von Matt Cross. Handspring Elbow aber abgefangen. Und wieder in den Ankle Lock. Und mit dem ganzen Gewicht ist er auf Matt Cross. Ist das der Titelwechsel? Matt Cross kann sich aber drehen und winden und befreit sich mit Kicks, aber direkt in den Vorarm hinein. Und Alani visiert seinen Gegner. Hämmert auf ihn ein. Clothesline, na. Anlauf war aber abgefangen. Matt Cross duckt sich ab und schickt Alani damit aus dem Ring. Zurück in den Ring. Nein. Der Referee zählt an. Eins, zwei, drei. Und Suicide Dive auf Mario Salani von Matt Cross. Beide Männer zurück in den Ring. Cross, Alani zurück. Eins, zwei, drei. Aber besonders Alani will natürlich zurück in den Ring, weil draußen kann er den Titel nicht gewinnen. Matt Cross will jetzt auf das Seil steigen, will jetzt die Shooting Star Press zeigen. Aber das ist Alani wieder. Und hindert Matt Cross daran, seine Paradeaktion durchzubringen, während Tiny Tim Stübing draußen nur zugucken kann. Ansatz zum Superplex hier im X-Fights. Matt Cross blockiert das aber ab. Mit dem Headbutt schickt er Mario Salani wieder in den Ring. Und wieder, was für ein eingesprungener Punch von Mario Salani. Jetzt lädt er Matt Cross auf seine Schultern. Wollte ihn wohl mit einem Valley Driver in die Ecke schleudern, aber Matt Cross konnte sein Gewicht verlagern. Steigt
Rücken und wieder auf das Oberste sein. Double Foot Stomp auf den Rücken. Ansatz zum Cover. Aber keine Titelverteidigung. Zumindest noch nicht jetzt. Fans wieder auf die Beine. Und gerade als es wieder richtig losgehen sollte, endet diese Runde. Round number 9. Wieder der Bicycle Kick, um die Runde zu beginnen von Matt Cross. Und er schüttelt Alani ordentlich durch. Wieder Handspring, aber wieder Fing mache ich ihn ab und schleudert ihn einfach auf die Rade. Das ist fast die Wiederholung von der letzten Runde. Ankle Lock. Findet Matt Cross noch ein Mittel? Oder haben wir einen neuen Intercontinental Champion? Die dritte und Matt Cross befreit sich. Diskus, Vorarm, direkt ins Ziel. Marius nimmt wieder Anlauf. Noch ein Schlag hinterher. Clothesline ins Leere. Ansatz zum Cut, aber Marius fängt ihn ab. Zwingt Matt Cross auf die Beine und der Dropkick in den Rücken. Eins, zwei. European Wrestling Promotion Intercontinental Champion aus Cleveland, Ohio, USA, der Star von Lucha Underground, the Son of Heaven, Cross. Er bleibt Intercontinental Champion der European Wrestling Promotion. Was für ein Abend hier beim Summer of Wrestling!